Moin und ein herzliches Willkommen zurück zum LS17 hier auf der Allstreams Map mit mir, dem ZP. Ja, natürlich im Singleplayer wieder und ja, wir schwingen uns in unser Case rein und machen weiter mit der Bodenbearbeitung, die wir im letzten Part natürlich begonnen haben, hier auf Feld 1, den Ölrettich. Und ja, wir machen weiter auf Feld 4. Das ist das Feld hier, da wo wir den Raps runtergeerntet haben und natürlich reichlich an Kohle bekommen haben. Und wir werden mit der Kohle natürlich gleich mal was anfangen. Wir haben hier so ein bisschen was gedacht, so ein bisschen was geplant. Es wird nicht ganz in Tierwirtschaft gehen, aber ein paar Tiere möchte ich auf jeden Fall hier auf der Map haben. Ich habe mir so gedacht, wir werden uns ein paar Mähwerke zulegen, ein bisschen Gras mähen, ein paar Schafe halten. Nein, wir werden nicht sowas Art wie Bindelbach machen, sondern wir werden uns schon noch auf jeden Fall... Ja, ich weiß nicht gerade, was er macht wieder hier. Ob er hier noch nicht ganz... das noch nicht ganz gecheckt hat hier. Ah, jetzt hat das, glaube ich, gecheckt. Jetzt hat das gecheckt. Okay. So. Ja, dann soll der hier mal machen. Dann werden wir uns hier reinschwingen. Aber dafür brauchen wir einen Dings. Einen Anhänger für die Schneidwerk, den Schneidwerkswagen. Den brauchen wir. Sonst kommen wir da nicht heile zu dem Feld hin. Ich habe es zweimal schon versucht und naja. Kläglich gescheitert. Immer an derselben Stelle. Und die Autos fahren ja auch in so üblich rein. Also kann ich sagen, man wartet kurz. Schiebe ich so auf die Seite. So, schnell Treffkontrolle noch aus. Wunderbar. Hätte ich mal gleich am Anfang der Folge mal machen. Also beim Start der Map. Fahren wir schnell zum Drescher. Drescherchen. Dann laden wir das Schneidwerk hier schön auf den ganzen Wagen. Passen. Ja, wunderbar. Wenn wir das schon mal zu Feld 15 fahren, dann können wir nämlich dort die Gerste ernten. Das kann nämlich der Helfer auch zwischendurch machen, unser Alexandro. Der kann das dann währenddessen machen, während wir mähen werden. Denn die Ernte muss runter und wir müssen mähen. Alles gleichzeitig. Alles ein bisschen hektisch, aber ja, schaffen wir. Das sind ja gute Bauern vom Land. Ja, aber ich möchte, glaube ich, mal die Wiese G6 mähen. Die schaut eigentlich ganz süß aus. Schön klein. Werden wir noch eine weitere Wiese mähen im weiteren Süden. Die Wiese G8 oder so, die schaut ja auch eigentlich ganz schön aus, schön am See gelegen. Dann werden wir die noch machen. Aber das weiß ich noch nicht. Da muss ich dann erst noch gucken. Aber wir werden aber den Schneidwerkswagen hier hin platzieren. Nehme ich auch wieder weg. Oder wir drehen den gleich in Fahrtrichtung wieder. Und so mit dem Drescher herfahren können. Anhängen können und runterziehen können den ganzen Laden. Ja, machen wir es so. Ja, unser Helferchen, um den müssen wir uns auch gleich nochmal kümmern. Und um unseren Pflüger hier. Der steht auch weit in der Prairie. Aber wir fahren jetzt erst den Drescher dorthin. Ja, ich habe eine neue Version von der Old Streams Map gefunden, aber da muss ich erst noch gucken, ob das die richtige Version ist oder unrichtige Version ist, weil ich habe ja eigentlich die Version 1.1, da hat die Version 1 und bislang hatte ich die vom Modhoster. Und ja, bislang habe ich da auch kein Update irgendwie gefunden oder ich habe nicht geschaut. Jetzt einmal ist es auf ModTab, also muss ich noch gucken, ob das irgendwie eine neue, ganz neue Karte ist oder nur eine konvertierte Karte. Oh, muss ich gleich mal gucken, was das Ganze ist.
weil sonst würde ich natürlich die Version 2 nehmen. Die funktioniert ja dann auch ein bisschen besser vielleicht durch das Update, aber ich muss erstmal gucken, was das Ganze das ist. So, meine liebe Brücke hier. Gleich gucken, dass wir hier noch drüber kommen. Weil die Autos, die rammen uns sonst. Armblinker rein. Schnell das Schneidwerk runter vom Anhänger. Gucken wir mal, das runterkriegen hier. Jo. Wunderbar, das gefällt mir doch schon. Mal das schon mal unten. So, Sporablage machen wir an und wir können das Stroh natürlich wieder verkaufen. Das ist automatisch links und ja, an der Angel fahren. Tempo hat er, gut. Dann können wir uns um das Mähen kümmern. Dafür wenden wir den M-Betrag 1600, hätte ich gesagt, weil er zieht den eigentlich. Wir müssen nur ein bisschen gucken, wo wir unseren Düngerstreuer hinpflanzen. Den hier in die Ecke reinhauen. Ja, das Frontdreieck, das rote von Sauter, das brauchen wir für die Mähwerke. Zumindest für das Kuhn-Mähwerk. Dann können wir mal Gas geben. Ach ja, wir wollten ja noch gucken, wie das jetzt hier mit dem, unserem Helfer hier oben ausschaut. Was der für eine Kacke fabriziert. Ich denke mal, wir werden den normalen Helfer verwenden. Wo ist der denn gelandet? Junge, die, wo bist du denn gelandet, Helfer? Was in der Waldreise gemacht. Das ist ja. So, senken. Und. Ah. Dann sollte es das ja eigentlich funktionieren. Ja, der trischt auch. Gut. Dann sind wir bloß noch nicht immer am Arbeiten. Aber. Lassen wir uns nicht auf uns sitzen. Und Gas. Und einen geilen M-Betrag gleich. Umgeben. Aber wir sind schon wieder so ein bisschen hart am, ja, an der Limitgrenze vom Geld. Wenn wir das jetzt kaufen und die zwei Mähwerke, dann denke ich, werden wir nicht mehr viel Geld haben. Denn wir brauchen auch natürlich noch einen Schwader. Aber da muss ich dann noch gucken, ob wir uns irgendwie Kredit aufnehmen vom Händler. Genau, die Vicon und Greensland Mähwerke sind das. Und einmal vom Deutz war das. Ich hätte gesagt, wir machen einmal das Glas Disco. Das kaufen wir uns. Und wir werden uns ein Deutz-Farm-Mähwerk kaufen. Das passt so ein bisschen farblich. Und dann haben wir noch 11.000 Helfer Awe blockiert. Ah, ja, okay. Dann müssen wir den mal schnell irgendwie auf die Seite fahren. Reicht das? Jo, das reicht. Ja. Ja, das reicht schon mal. Okay, gut. Dann können wir die Mähwerke holen. Das schaut schon mal gut aus. Ja, die schauen auf jeden Fall sehr geil aus. Die sind klein vielleicht für unseren M-Betrag vorne hin. Das von Mähwerk hinten hin. 3,40 Meter. Die, das sollte ja passen. So. Wunderbar. Eben. Hängen wir das hintere an. Zack. Einmal heben. Und dann geht's los zur ersten Mähparty mit unserem M-Betrag hier. Link, wie schaut's aus? Flüchten. Bevor sich die Einwohner hier beschweren. Oder wir mähen hier oben. Ah ne, wir mähen erst unten. Wir mähen erstmal die Wiese unten. Finde ich schöner. Da sind wir ein bisschen nah am Hof dran, da brauchen wir nicht so weit fahren. Mit dem ganzen Zeug, da brauchen wir... Okay. Ich geguckt, danke. Jetzt wäre es schon zu spät, jetzt wäre es Mähwerk tot. Mähwerk müde, Mähwerk tot. Ah, den lassen wir mal ein bisschen hochjagen. Boah, mit geiler Animation habt ihr das gesehen.
Und jetzt zieht man die Federn, also von Stefan Maurers, da kann man echt was erwarten. Hinten senken, vorne senken und dann geht die Party auch los. Ja, das funktioniert. Das schaut schon mal geil aus. Also da kann ich nur sagen, funktioniert. Geil, 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 geil. Was wir nebenbei nicht vergessen dürfen, wir müssen abtanken, unseren Helfer hier. Das dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen. Nicht, dass hier gleich Meldung kommt. Helfer hat und Kontakt. Ein bisschen wenden. So genau werden wir das auch jetzt nicht mähen. Ich werde jetzt eh erstmal gucken beim ersten Mähgang, wie das ausschaut, wie viel Ertrag darunter kommt das erste Mal. Denn ja, bei manchen Maps sieht man ja, dass die ganze Ertrag vom Standardgras nicht so hoch ist. Und darum werden wir jetzt erstmal hier gucken beim ersten Mähgang, was denn das Ganze abgibt hier. Ob das sehr viel abgibt oder eher wenig. So, aber die Wiese ist ja gleich gemäht, so groß ist die nicht. Mehr in der Runde fahren. Ja, aber mit 3,40 Meter hinten, dann läuft schon was. Wurde es gespannt, schaut auch echt geil aus. Das würde ich, glaube ich, auch bei anderen Maps benutzen, wenn es jetzt da noch zu geiles Frontmäher geben würde. Aber wir können mit dem Heckmäher da noch eine Spur lang ziehen. Ja, vielleicht mal hier eine Spur noch lang ziehen. Ja, aber ich muss mal schauen, wie ich das auf den anderen Maps mal mache. Zurzeit kommen ja eher viele Folgen von Old Streams. Und da muss ich mir so noch überlegen, wie ich das mache. Denn ja, sage ich oft, dass ich was machen möchte, aber zurzeit ist echt die Zeit, die man hat, recht schwierig und recht gering. Und ja. Darum muss ich da erstmal gucken, wie ich. Streif noch mähen, wunderbar. Wie schaut's denn bei unseren Helfern aus? Der Pflüger tut pflügen. Das schaut schon mal gut aus. Ja. Hm. Natürlich. Wie hätte es sein können? Ein Helfer steht wieder. So. Wollen wir da einen normalen Helfer reinmachen? Ich weiß nicht, was der tut dann. Tut der das? Der da die runden Ecken mit dreschen oder. Einfach mal. Ja, muss halt mal machen. So, wir mähen weiter. Wir mähen unseren oberen Streifen hier weg. Können wir jetzt aber im Kreis auch fahren, das geht ein bisschen schneller. Brauchen wir jetzt nicht jedes Mal ausheben und auch absetzen das Ganze. Boah, 105 Liter. Boah, da war es häufig unser M-Betrag. Ja, wir müssen da noch gucken, wie wir das machen werden, ob wir uns einen Schwader mieten, kaufen werden, ob wir zur Bank gehen und sagen, wir holen uns einen Kredit und kaufen uns dann einfach mal ein Mähwerk, einen Schwader. Wir brauchen natürlich dann auch noch Ballenpresse, wir müssen natürlich mieten, die brauchen wir auch noch nicht so oft. Ich denke mal, das ist das geringste Problem, aber wir brauchen einen Wender dann, wir brauchen einen Schwader, Ballengabel, Frontlader haben wir ja von dem Gas. Das ist andere Geschichte, aber wir brauchen halt ja ein anderes Ding, Schwader. Und wie ihr gesehen habt, die sind nicht ganz billig. Senken. Ich nehme mit. Ja, aber wie es hier weitergeht, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, denn die Folge ist auch schon wieder rum und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir weitermachen, mähen, schwadern und ernten und dann würde ich sagen, tschüss.